Grüß euch, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Challenge. Und in der heutigen Challenge dreht sich alles um McCree und um den Rechtsklick. Das heißt, ich darf nur mit dem Rechtsklick angreifen. Das heißt, der Linksklick ist verboten. Und um mir dabei ein bisschen zu helfen, damit ich nicht in Versuchen gerate, wähle ich hier mir kurz mal den McCree aus, den guten, und stelle ein, dass mein Linksklick bzw. mein Sekundärfeuer ebenfalls auf der linken Taste liegt. Das heißt, egal welche Taste ich drücke, ich feuere jedes Mal quasi den Rechtsklick ab. Das war jetzt mit der linken Maustaste und das ist mit der rechten Maustaste. Ja, mal gucken, wie es laufen wird. Unsere Gegner sind wieder ein bisschen höher vom Level, wo wir einen Level 8er dabei haben. Mal sehen, wie es laufen wird. Flashbang darf ich benutzen, mein Ulti auch, weil wir da ja quasi unser Magazin auch leer machen. Und ja, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Wir sind jetzt hier im Angriff. Ich versuche mal ein bisschen zu flanken, sag ich mal. Oh, da haben wir jemanden. Jawohl. Ja, wir haben unseren ersten Kill. Nein. Oh, Mist. Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil ich ja ziemlich nah an die Gegner rangehen muss. Ich kann die jetzt nicht mehr so snipen, aber irgendwie regelt unser Team gerade von alleine. Ich glaube, hier vorne ist irgendjemand. Okay, die haben wir gekriegt. Okay, wir haben ein bisschen, ich glaube, einmal haben wir getroffen. Ich bleib mal hier beim Team hier hinten. Oh, da ist ein Roadhog da hinten. Ich glaube, wenn wir in den Nahkampf gehen. Nein, nein, bitte, nein, bitte nicht. Aua. Oh je. Okay. Ja, der Roadhog hat ja jetzt auch Änderungen auf dem PTR bekommen. Habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Und zwar kann er die Gegner nicht mehr so extrem nah an sich ranziehen, weil das war halt wirklich extrem krass. Er hat da wirklich extrem viel Schaden dadurch gemacht. Oder machen können. Oh. Ja, Pässchen. Genau, das kann er nicht mehr. Das heißt, die Gegner sind ein bisschen weiter vorne. Und ich habe es mal ausprobiert und ich habe in einem Test noch nicht mal Tracer tot bekommen. Oh, das war ein Double Kill. Hab noch nicht mal Tracer tot bekommen und das ist schon extrem. Und ich habe so das Gefühl, dass Roadhog tatsächlich jetzt nicht mehr so häufig gespielt wird, weil es eben kein Safe Kill mehr einfach ist. Und ja, außerdem wirft er die Hook nicht mehr so weit, was eigentlich auch ganz okay ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass man Roadhog mit diesen Änderungen krass genervt hat. Also das ist auf jeden Fall, man könnte schon fast sagen, okay, die Tankmeta ist gestorben, eventuell. Es ist ja durch Roadhog erst so richtig krass geworden. Tschüss. Ja, mal sehen. Diva ist ja auch ein bisschen schwächer geworden. Ana wurde ein bisschen abgeschwächt, wo sie immer noch sehr stark ist. Ja, aber das mit Roadhog, ja, mal gucken. Dafür wurde Winston aber ein bisschen gebufft. Also er soll zu 15% weniger Kopftreffer kriegen. Ich glaube, die Hitbox von seinem Kopf wurde um 15% reduziert und ja, mal sehen, wie das Ganze... Oh Mist, nein! Aber wir haben ein Achievement bekommen. Ich wollte sie flashbangen und dann mit dem Hammer, also mit der rechten Maustaste quasi umbringen. Aber wir haben gewonnen. Das ging aber ganz schnell. Okay. Mal gucken, wie die zweite Runde laufen wird. Ja, aber nochmal zum Winston. Ich finde es extrem gut, dass die das Ganze langsam angehen und nicht erstmal irgendwie seinen Damage buffen oder was auch immer, sondern dass die hingehen und sagen, okay, wir machen es langsam, wir gucken erstmal, dass er ein bisschen besser überleben kann, weil gerade die Kopftreffer bei Winston waren ja immer so dramatisch, weil er halt immer so groß ist und gerade so als Reaper oder jeder andere Held hat wirklich es ziemlich einfach gehabt, bei Winston Kopftreffer zu landen. Ja, und das wird jetzt geändert. Finde ich ganz gut. Mal gucken. Ich habe mir selbst einen Punkt gegeben für Kugelhagel. 11 Kills haben wir mit dem Kugelhagel bekommen. Nicht schlecht. Verursachter Schaden. Haben wir denn überhaupt eine Medaille? Oh, wir haben tatsächlich eine Silbermedaille für jeden einzelnen Kill mit Fan der Hammer bekommen. Nicht schlecht. Mal gucken, wie die zweite Runde laufen wird. Ich glaube, wir müssen jetzt verteidigen. Während wir gerade ein Spiel suchen, mache ich mal kurz die zwei Lootboxen auf, die ich hier bekommen habe. Guck mal schnell rein. Und haben wir was? Okay. Diesen Tracer-Skin rüsten wir mal aus. Ich habe ja noch gar nichts auf diesem Account. Ich bin jetzt Level 8 bei dem gerade. Und machen wir mal die zweite Box auf. Was gibt's hier Schönes? Oh, zwei Epics. Nicht schlecht. Was haben wir hier für Genji? Das rüsten wir doch mal direkt aus. Und das hier natürlich auch. Und das auch. So, da sind wir auch wieder. Mit der zweiten Runde, und zwar in der Verteidigung diesmal. Ja, mal gucken, was jetzt passiert, weil die erste Runde ging ja ziemlich schnell.
Viele haben in meinem Stream auch gefragt, ob ich irgendwie Drogen konsumiere oder so, weil ich eine E-Zigarette im Stream gedampft habe. Beziehungsweise, was heißt E-Zigarette? Eine Zigarette ist es ja nicht, es ist ja ein Dampfgerät. Und nein, das sind keine Drogen. Ja. Ich würde es auch niemandem raten, irgendwie eine E-Zigarette zu benutzen oder wie auch immer, wenn man nicht Raucher ist. Erwischen wir die Widowmaker von hier? Ich glaube nicht. Soll ich es weiterhin probieren? Nee. Ich glaube, die Brücken ist gleich um. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative zum Rauchen. Eine weniger schädliche. Oh, oh mein Gott. Aua. Den habe ich in Reinhard gar nicht gesehen. So, die Gegner haben jetzt den ersten Punkt schon eingenommen. Ich hoffe mal, ich war nicht dran schuld. Aber wir gucken auf die Statistik. Ich habe 3 Eliminierungen. 800 Schaden. Ja, viel ist es nicht. 22% ja, Trefferquote. Ich glaube, mit McCree ist es schon wenig. Und haben wir uns in die Armor reingerollt. Habe ich mir schön die Armor noch gesnackt. Oh, das Ulti ist bereit. Okay. Ist mal hier ein Health Pack. Ich schleiche mich mal dahin. Oh, oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, please, 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 please. Bisschen jagen. Ich kann es nicht mit einem einzelnen Schuss kaputt machen. Ist er runtergesprungen? Jawohl, oh, das war aber knapp. Nein! Ach Mist. Er darf ja mit seinem Linklicht feuern, ich nicht. Wie jeder gewartet hat, ne? Richtiger Assi. Oh, ein Teleporter. Nice. Mal gucken, wie ich meine Ulti benutzen kann. Und? Jawoll! 68% Schaden. Oh nein, diese Widowmaker. Das ist gefährlich, wenn ich meine Ulti benutze. Dann werde ich auf jeden Fall drauf gehen, weil die Widowmaker. Kann ich mal hier kurz warten? Nee, ich laufe mal hinten rum. Ach, wo laufe ich denn hin? Oh mein Gott. Oder Maker sein. Oh, wie bitte? Oh mein Gott, ich kann meine Ulti gar nicht benutzen. Nein, weil ich ja bei... Och nee. Ich kann meine Ulti nicht benutzen, weil ich meine linke Maustaste nicht habe. Die existiert ja gar nicht. Das heißt, ich habe abgefeuert und dabei hat er die rechte Maustaste gedrückt und abgebrochen. Ah. Das tut weh. Ich glaube, wir hätten auch nur einen Kill bekommen, oder? Aber trotzdem. Das wäre besser als, besser als zu sterben. Nein, nein. Oh je. Ich wollte helfen, aber ich kann nicht. Ja, das ist furchtbar, wie ungenau er schießt. Oh Gott. Ich glaube, die lachen sich komplett kaputt über mich. Aber so hat man früher McCree tatsächlich gespielt. Also nicht ganz so schlimm, aber so in die Richtung ging es zumindest bei McCree. Weil der Rechtsklick vorher war schon extrem stark. Hat halt einen vollen Schaden gemacht. Und ja. Deswegen wurde das Ganze auch dann irgendwann genervt. Oh, kriegen wir es noch verteidigt? Nein, schade. Aber wir hatten Gold in Eliminierung, 8 und Silber in Damage. Ist gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. So, wir sind irgendwie wieder auf dieser selben Map gelandet. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal die linke Maustaste wieder zurückholen, weil ich meine Ulti unbedingt benutzen möchte. Das hat ja beim ersten Mal ganz wundervoll geklappt. Wo haben wir den McCree? McCree? Da oben. Da. McCree, Steuerung, Fähigkeit. Nee, nee, nee.
Ihr Primärfeuermodus, linke Maustaste. Aber ich werde jetzt einfach versuchen, sie nicht zu benutzen. Die linke Maustaste nur für meine Ulti. Das war schon richtig traurig, dass das Ganze nicht geklappt hat. Und es war ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Mal gehen wir jetzt hier hoch, wir flanken mal wieder. Oh! Oh nein, nein! Perfekt! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach, da steht ein Bastion da hinten. Es ist nicht einfach, muss ich sagen. Ich habe mir das Ganze echt einfacher vorgestellt. Da muss ich den so ungefähr wie Reaper hinterherlaufen. So in die Nähe kommen der Gegner. Der Bastion hat auf jeden Fall die Position gewechselt, das ist irgendwo links. Uns trauen. Schönes Schild aufgeladen. So gehört sich das. Unser Ult ist auf 60%. Subsistanz ist es halt einfach. Da kriegst du halt kaum Schaden raus. Wir flanken mal wieder so ein bisschen. Ich gehe mal hier rum. Ist oben hier? Oh Gott. Oh Mann. Okay, das war peinlich. Ach. Deswegen spielt man McCree mit Rechtsklick nicht. Das taugt einfach nichts. Normalerweise ist es halt so, man versucht mit der linken Maustaste einen Schuss abzugeben, Flashbang und dann nochmal mit der linken Maustaste auf den Kopf. Den haben wir besser bestimmt. Aber der Rechtsklick, der ist halt sehr selten nützlich. Fast nie. Oh, meine Ulti ist bereit. Ich sag denen mal Bescheid, dass meine Ulti ready ist. Und dann gehen wir jetzt mal. Oh, Mist, nein! Ich habe meine linke Maustaste benutzt! Es tut mir leid, Leute. Aber ich glaube, ich habe ins Schild geschossen bei der Saria. Kann das sein? Dann zählt das nicht. Ich glaube, ich habe es ins Schild geschossen. Ich hoffe. Ich werde mir die Aufnahme nochmal angucken. Wenn ich nicht ins Schild geschossen habe, dann habe ich diese Challenge verloren. Einfach nur versagt. So, was wollte die denn hier? Kommen sie hier an mit ihrem Laserstrahl. Aua. Okay, wir sind immerhin on fire. Ich hoffe nur einfach, dass ich mit der linken Maustaste aufs Schild geschossen habe. Mist. Ob das überhaupt für Play of the Game gelangt hat? Wird sich dann zeigen müssen. Oh, da wollte er zu viel. Na, Genji? Also meine Ulti ist wieder bereit. Ach, diese ganzen Laser da vorne. Wollen wir da mal hochgehen? Versuchen mal hochzugehen. Oder nee, von der Seite. Oder von hinten. Ich gehe mal von hinten. Beziehungsweise hier hoch. Wir sneaken uns jetzt hier hin. Dann versuchen wir unsere Ulti abzufeiern. Mal gucken, ob wir dabei drauf gehen. Oh, ein Kill. Wir machen den Teleporter kaputt. Oh, den haben wir aber nicht. Nein, nein, nein. Ich werde so drauf gehen. Ach Mist, nein. Oh Gott. Wäre ich nicht gesprungen? Ich konnte meine Rolle nicht benutzen, weil ich gesprungen bin. Genau in dem Moment, ja. Da war ich in der Luft, da konnte ich nicht mehr rollen. Schade. Hat richtig Herzrasen gehabt. Ganze Adrenalin. Wenn wir wieder hinten rumgehen, kommen wir. Wir sneaken uns wieder nach hinten. Wir sind der Flanker McCree.
Ja, das ist auch so schwer, diese Dinger hier kaputt zu machen. Da ist auch noch eins. Okay, jetzt haben wir die alle kaputt gemacht. Aua. Oh, die haben wir auch noch erwischt. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich gebe mir mal selbst Komplimente. Ist es okay? Okay, was passiert hier? Ah, die hat bestimmt wieder alles voll gemacht, diese Matcher bei denen. Vor allem, da schreibt schon wieder jemand. Hi Oleg, nice Smurf, Noob. Oh Mann. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob denen auffällt, dass ich die ganze Zeit nur die rechte Maustaste benutze. Oh je, au, au. Aber ich bin ein Noob. Ein Smurf-Noob. Das sind immer die allerschönsten Komplimente. Wie erwischen wir den da hinten? Nein! Aua, Mist. Soll ich mir eigentlich irgendwelche Gesprächsthemen einfallen lassen für diese Let's Plays? Ich weiß es gar nicht, was, worüber ich teilweise reden soll. Ich kommentiere quasi hauptsächlich das Game. Genau, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so zur Verbesserung auf jeden Fall, ist alles herzlich willkommen, sage ich mal. Jeder Tipp, den ihr mir gebt in den Kommentaren. Ich fange mit diesen ganzen Let's Plays, sage ich mal, gerade erst an. Das ist jetzt so eine der ersten Episoden von diesen Challenges. Und wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, wie ich das Ganze gestalten soll, dann haut es auf jeden Fall raus in den Kommentaren. Kriegen wir den? Ach Mist, natürlich haben wir nicht bekommen. Mal reinsneaken. Zack, jetzt haben wir ihn bekommen. Oh, Dame, Dame. Das ist, glaube ich, richtig traurig gewesen jetzt. Oh, wir haben ihn aufgeweckt. Ach, Mist. Der ist einfach runtergeschossen. Er wollte einfach nicht. Nein, ich möchte einfach nicht mehr. Oh, kaputt machen. Ist da jemand drin? Nee. Okay. Nicht schlecht, Achievement. Sehr gut. Ja, ich denke mal, das wäre es dann heute mit der Episode. Und wir haben ein Play of the Game zum Schluss, zum grünen Abschluss. Gucken wir uns das mal an. Oh ne, das war mit der Saria. Und? Habe ich mit der linken Maustaste ins Schild geschossen? War das im Schild? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Leute, sagt mir das bitte in den Kommentaren. Bitte lasst mich wissen, zählt diese Challenge oder nicht? Habe ich bestanden oder nicht, Leute? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut ihr rein, Leute. Ciao.